Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Gazzavi. Ich bin Verkaufsleiter bei der Firma Rubag. Heute geht es um das Thema Entstaubungstechnik. Wir nennen es das Modell DS6 und ich würde Ihnen gerne etwas dazu zeigen. Kommen Sie einfach mal mit. Die Frage geht doch schon los. Wofür braucht man einen Entstauber? Die Antwort ist ganz einfach. Da, wo entstaubt werden muss. Das heißt, wo sich viel Staub in der Luft befindet und diese schnell, sicher und zielgerichtet abgesaugt werden muss. Dazu braucht man oft große Luftmengen und die müssen über einen Entstauber gezogen werden. Aber jetzt zur Praxis. Hier sehen Sie neben mir zwei typische Modelle der Baureihe DS6. Zu meiner Linken das Modell mit dem Taschenfilter, zu meiner Rechten das Modell mit dem Patronenfilter. Beide haben gegenüber dem einen Vor- und Nachteile. Aber dazu kommen wir später. Wir möchten uns einmal anschauen, wie eigentlich so ein Entstauber funktioniert. Dazu haben wir für Sie einen Film im Schnitt vorbereitet. Fangen wir mit der Patronenfilteranlage an. Man sieht hier, wie der Staub mit einem zum Beispiel 200 mm großen Schlauch oder einer Saugdüse angesaugt wird. Hier schon der erste große Unterschied zum Taschenfiltermodell. Wir saugen oben ein und drücken die eingesaugte Luft von oben nach unten in den Schmutzbehälter. So erreichen wir, dass wir selbst flusenartiges Sauggut gut abscheiden können und dieses sich nicht an die Filter ansaugen kann. Das heißt für Sie eine lange Standzeit der Filter. Ein spezielles Einsaugmodul lässt die eingesaugte Luft innen im Gehäuse zyklonartig nach unten streichen, sodass sich der schwere und feine Staub gut im Schmutzbehälter absetzen kann. Die aufsteigende Luft trennt sich vom Staub und gelangt durch die Patronenfilter in Richtung Antrieb. Die Luft ist so von Schmutzpartikeln gereinigt, dass die Abluft zu 100% in den Arbeitsraum zurückgeführt werden kann und vor allem darf. Trotz der fast perfekten Innenabscheidung werden nach langer Zeit auch die Filterpatronen mit Staub beladen. Diese Filterpatronen werden ständig elektronisch überwacht und die gemessenen Werte werden am Display dargestellt. Wird der eingestellte Differenzdruck der Patronenfilter erreicht, werden diese mittels Druckluft vollautomatisch im laufenden Saugbetrieb abgereinigt. Dies ist sehr effektiv und vor allem sehr filterschonend. Zum Entleeren der Staubwanne senkt man die Schmutzwanne einfach und sehr leicht ab und kann diese wie einen Schubladen herausnehmen und fachgerecht entsorgen oder einfach ausleeren. Danach einfach wieder einschieben und fertig ist man für die nächste Aktion. Selbstverständlich kann die Steuerung an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Beim Entstaubermodell DS6 mit Taschenfilter ist vieles gleich und doch manches anders als bei dem Modell mit der Patronenfilteranlage. Schauen wir doch einmal in das Taschenfiltermodell. Die Luft trennt sich vom Staub und gelangt durch das Taschenfilter in Richtung Antrieb. Eine Anzeige am Entstauber zeigt an, wann das Filter gereinigt werden muss. Hierzu schaltet man den DS6 ab, wartet ca. 30 Sekunden, bis sich das Gebläse ausgedreht hat und zieht an der außen angebrachten Rüttelstange ein paar Mal hin und her. Durch dieses manuelle Rütteln wird das Taschenfilter im Inneren wie mit einem Teppichklopfer abgeklopft und der anhaftende Staub fällt in die Staubwanne. Dies geschieht zu 100% staubfrei. Dadurch, dass die Entstauber so gut wie nie eine Wartung benötigen, hätte ich es fast vergessen. Zum Wechseln von solchen Filtern benötigt man nur einen Akkuschrauber und man öffnet diese Wartungstür, so kommt man wunderbar einfach und leicht an die Filtereinheit ran. Sie sehen, wir haben ein Entstaubermodell DS6 zur Verfügung, aber mit zwei grundsätzlich verschiedenen Filtersystemen. Die Modelle gibt es auch in verschiedenen Leistungsklassen, aber eins haben sie alle gleich. Sie sind alle immer und grundsätzlich staubexplosionsgeschützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Thematik Entstaubungstechnik ein wenig näher bringen.
Das nächste Mal möchte ich Ihnen gerne etwas über andere Modelle erzählen, andere Industriesager, andere Lösungen und damit man für Sie die passende Lösung findet. Ich kann Ihnen nur eins zum Schluss empfehlen. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Vertrauens. Vielen Dank, alles Gute und bis dahin, Ihr Klaus Gazzavi.